Hallo und herzlich willkommen zum Live-Let's Play 7 Days to Die. Ja, wir haben hier aufgehört beim letzten Mal. Ich habe hier, ist schon ein bisschen her, ein Weilchen her, wo ich es gespielt habe, mir ein Lagerfeuer gebaut und alles in der Hütte. Und ich muss mal schauen, habe ich denn noch? Ja, ich habe ein bisschen Holz. Wie war das denn nochmal? Ansehen, Hälfte nehmen. Kann ich gedrückt halten? Nein, geht nicht. Oh Gott, ist das... Oh. Okay. Ich hoffe, ich werde hier nicht gesehen oder so, oder tralala. Das gibt's doch nicht. Ah, warte mal, okay. Reichen zwei? Anschalten. Ah, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Licht. Ja, ein bisschen Licht. Ich möchte ein bisschen ungesehen bleiben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil ich möchte auch ein bisschen farmen. Weil wir ja hier in einer Hütte sind, die halt noch nicht ausgebaut ist. Ich möchte ein bisschen Holz farmen und tralala. Und wie war denn nochmal? Oh Gott, ich weiß die Tasten nicht mehr. Oh Gott, ich weiß die Tasten nicht mehr. Na, das ging ja schnell mit dem Holz. Hier, genau. Steuerung, Fertigung, okay. Genau, ich möchte ein bisschen Holz farmen. Und haben wir eine Kiste gebaut? Ich weiß gar nicht, hat der Flex eine Kiste gebaut? Wir haben ja auf jeden Fall unseren Schlafsack, ja. Das Problem ist, ich sehe gerade sehr viel. Habe ich im Inventar denn eine Fackel? Ja, habe ich. Geil. Kann ich direkt mal ausprobieren, mal gucken, ob ich hier in der Vergangenheit einfach mal eine Kiste gebaut habe, weil ich würde gerne meine Sachen ein bisschen... Ach stimmt, wir haben ja hier das... Ah stimmt, ich erinnere mich. Wir haben hier, Huch, es ruckelt ein bisschen. Wir haben hier unser Kinosaal, weil hier der Flatscreen an der Wand hängt. Haben wir hier so ein Kino gebaut. Alter, das ist schon so lange her. So, ich hoffe, ich mache das mal ein bisschen lauter, das Spiel. So. Ja, wir haben eine Kiste gebaut. So, wir haben da auch schon ein paar Sachen drin. Ich möchte ein bisschen was einlagern. Warte mal, wie packe ich das denn rüber? Ich weiß es gerade gar nicht. Mit R3, okay. Kleiner Stein, Sand, ja, kann rüber, Papier, Kleber, Dose, Benzin, Kerze, Leder. Ich packe das alles mal rüber. Okay, den Kohlebrocken, den behalte ich mal. Hühnchenration, ja, Holz und so und tralala. Das können wir alles mal, obwohl das können wir eigentlich auch einlagern, weil wir Holz nämlich wahrscheinlich sammeln werden. Ja, und wie du siehst mit Greenscreen, ich habe beim letzten Mal ja mit meiner neuen Kamera aufgenommen. Die Folgen kommen übrigens noch raus, also wenn du das siehst, das Video, sind die ja schon raus. Schmerzmittel und Verbände und sowas alles, kann ich die stacken? Ja, kann ich, das ist super. So. Und ich wollte mal wieder aufgenommen haben. 7 Days to Die, es lief ja doch ganz gut an, muss ich sagen. Und ich habe, ja, seit längerem nicht mehr aufgenommen gehabt, 7 Days to Die. So, wir haben hier, Alter, 5 Verbandskästen. Alter Schwede, haben wir hier noch was? Genau, der ist leer. 2 Kisten haben wir. Ich warte jetzt mal auf den Tagesanbruch, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Und wir können nochmal vorsichtshalber, ich schau mal eben, Grundlagen, habe ich denn die... Es ist gerade sehr ruhig. Haben wir denn... Wo ist denn die... Warte mal. Haben wir Stein? Steine haben wir. Holz haben wir nicht, ne? Genau. Ich habe Holz. Ich bin so dumm. Ich habe Holz nicht mitgenommen. Ich sollte vielleicht mal da ein bisschen so die Hälfte nehmen oder sowas. Weil dann kann ich mir nämlich zwischendurch auch mal eine Axt craften. So, jetzt sieht das schon wieder ganz anders aus. Wo haben wir denn hier... Hallo? Ich hätte gerne meine Favoriten. Genau. Steinaxt. So, wie kann ich die denn nochmal fertigen? Ich mache direkt mal 2, weil dann haben wir welche in petto. So. Genau, eine Steinaxt und nochmal eine Steinaxt. Sehr schön. Ich würde gerne auch ein paar Waffen craften. Wenn das ginge, noch ein paar andere Waffen. Boah, Alter, hier so eine eiserne Feueraxt. Dazu brauchen wir aber Eisen, ne? Geschmiedetes Eisen. Und dazu müssen wir, glaube ich, die Schmiede bauen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir müssen mal gucken. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich muss ein bisschen reinkommen. Es ist ein Weilchen her, wo ich es gespielt habe. Und man weiß es ja selber. Es ist auch ein bisschen verbuggt. Oh, hier haben wir noch eine Dose drin. Okay, der Ofen ist leer. Es ist, wie gesagt, noch ein bisschen verbuggt. Kann ich denn... Warte mal, kann ich denn noch eine Fackel bauen? Ja, kann ich. Ich baue mal so 3 Fackeln, weil dann können wir die nämlich hier verteilen.
An der Wand? Geht das hier? Ja, toll. Hau doch einfach mal gegen die Wand. So. Dann haben wir hier ein bisschen... Dann haben wir hier ein bisschen Licht drin. Ja, sieht ja schon ein bisschen... Sieht schon ein bisschen anders aus. Ich baue noch mal eine gleich. So, ich mach mal eine hier hin. Und dann crafte ich noch mal zwei Stück. Und dann können wir die... Genau, können wir die... Eine lasse ich mal... Eine lasse ich mal hier im... Hälfte nehmen. Lasse ich mal hier im Inventarslot in der Kiste. So. Ja, wir haben... Ich würde sagen, wir haben jetzt gleich 6 Uhr. Wir können so langsam schon mal rausgehen. Ja, ich hatte, glaube ich, hier versucht, glaube ich... versucht, eine Mauer zu bauen. Wir sind ja hier in der Werkstatt. Und hatten uns hier so ein bisschen... So ein bisschen Schutz gesucht. Ich weiß gar nicht, was mein... Was sagt denn mein... Nein. Was sagt denn mein Charakter? Hat der Durst, Hunger? 49 Nahrung, 68% Wasser. Ja, wir könnten vielleicht eventuell mal... Vielleicht mal hier das Hühnchenragout essen. Und können dann mal so ein bisschen auf Luto gehen. Wie gesagt, Holz oder sowas. Tralala. Und dann schauen wir mal. Ich möchte auch ganz ehrlich gesagt ungern rennen. Weil das verbraucht ja auch Ausdauer und so. Und hier möchte ich auch später dann zubauen. Ja, die Musik verspricht wieder viel. Oh Gott, Hilfe. So, machen wir heute mal einen Tagesausflug. Und wir sind ja hier mitten in der Pampa, also mitten in der Wüste, wo auch kaum Holz gibt. Deswegen werde ich mal hier die Straße entlang gehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo es hier lang geht. Ob es hier... Ich glaube, hier ging es, glaube ich, zu unserem alten Haus, zu unserem ersten. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Wo wir ja grandios versagt haben. Wo schon einer... Wo ist das denn? Leiche durchsuchen? Ih. Was hat er denn dabei? Schießpulver. Uah. Geh weg. Lass mich. So. Mein Gott, sieht das hier karg aus. Und ich finde es gut, dass das Spiel so neblig ist. Das, ja. Das macht das... Ih. Ich bin in irgendwas reingetreten, was feucht war. Das, ja. So. Lalalala. Ich bin mir nicht ganz sicher, warte mal, wir haben eine Karte, ne? Ich bin mir... Wie war das denn nochmal mit der... Oh Gott, wie ging das nochmal mit der Karte? Zoomen mit dem rechten Stick, achso. Oh Gott, ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir hier jemals... da steht jemand. Ob wir hier jemals Holz finden. Weil ich möchte auch nicht... Oh, warte mal. Na. Haben wir ein paar Federn? Ja, Federn sind immer gut. Da können wir Pfeile mitbauen. Wir könnten übrigens eigentlich auch mal Pfeile craften. Da hinten steht auch schon wieder einer, habe ich gesehen. So, Pfeile. Machen wir mal ein paar. Mit der Schmiede wird es, glaube ich, auch ein bisschen schneller gehen, was das Craften angeht. Und tralala. Ich glaube, dann wird das auch viel, viel schneller gehen. So, das reicht erstmal. Da haben wir Stein. Da ist eine... Was ist das denn? Sieht aus wie so eine kleine Farm. Da rechts steht auch einer. Hier ist ein Müllsack. Hallo, mein Freund. Ich hab... Ja, ja, geh mal weg. Lass mich. Achso, und ich hatte mich ja übrigens dazu entschieden, erstmal so ein bisschen alleine weiter zu spielen. Weil es ist auch, wie gesagt, immer ein bisschen schwierig, dann mit mehreren Mann, ja, die Zeit dafür zu finden. Das hatte ich auch schon so häufig mal gesagt. Patronenhülsen brauche ich nicht. Okay, da verfolge ich mich. Da drüben ist auch noch jemand. Ich würde gerne da in die Hütte rein. Ich habe Angst, dass wir dann... Ich werde gejagt. Okay. Dann kann ich hier nochmal... Alter, hier ist Holz. Kriege ich hier Holz? Ja, kriege ich. Ich bin genau über den Punkt, wo wir... Warte mal eben. Wo wir, Toll. Ich treffe ihn nicht. Super. Hallo? Ich glaube... Kann ich abbrechen? Ja, kann ich. Oh, Alter, wie viele da kommen. Willst du mich verarschen? Ich will das Holz mitnehmen. Der kommt. Hundertprozentig kommen die jetzt. Ich weiß es genau. Ich werde es nicht schaffen. Oder doch. Uah. Hallo, ja, ruckel doch mal, Spiel. Sehr schön. Kopfschüsse sind also mit Pfeile ganz, ganz okay.
Leiche durchsuchen, Mädchen. Okay, nichts dabei. Ich bleib mal... Ah, ich bin trotzdem gejagt. Verdammt. Weil wir werden hier in der Wüste so gut wie selten Holz finden. Deswegen bleib ich mal hier. Und versuche so ein bisschen das Holz zu farmen. Oh mein Gott, das ist... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Morgen, Sven, willkommen zur Let's Play Live Show. Und zum Live Let's Play. Ich wollte ein bisschen aufnehmen, ein paar Folgen mal so nebenbei. So ein bisschen, dass ich heute die Zeit habe. Nebenbei gerade noch Emily aufgeschnitten und... Oh Gott. Unsere Axt ist kaputt. Uah! Uah! Alter, da lief einer. Oder da krabbelte einer. Warte mal eben. Ein bisschen Emily geschnitten und quasi... Ja, hochgeladen. Valley habe ich auch schon fertig geschnitten. Ich glaube, ich werde es auch hochladen. Also versteckt. Okay, ich bin gespannt, ob ich versteckt bleibe. Hier ist übrigens auch ein Schlafsack. Als ob hier schon jemand gewesen wäre. Was macht der da? Hallo? Ja, 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 ja. Warte mal. Der geht mir ein bisschen auf den Sender. Kann ich den? Kann ich? Hallo? Das Problem ist, ich sehe... Ist der... Der ist... Alter, das gibt's doch gar nicht. Der stirbt nicht. Und wie viele jetzt hier auf einmal sind? Ihr sollt weggehen, lasst mich. Ich will doch nur Holz hacken. Holzhacking in the morning. Okay. Alter. Weißt du, da willst du mal gucken. Willst du mal ein bisschen Holz... Ja, natürlich. Lad doch noch ein bisschen Spiel. Okay, der läuft weg, der hat uns anscheinend nicht bemerkt. Uah! Alter. So, die haben wir. Jetzt nur noch er hier. Das gibt's nicht. Wir einfach... Alter. Aua! Wie einfach nicht sterben wollte. Ist er tot? Ja, jetzt ist er tot. Und eine Feder, die nehmen wir natürlich mit. So, ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen... Ich hoffe, wir haben ein bisschen Ruhe. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. Hallo? Ah, jetzt. So, können wir hier noch ein bisschen Holz farmen? Das wäre super. Das wäre ganz klasse. Das würde ich feiern. So, und ich spiele das Ganze mit Greenscreen mal ein wenig. Ich habe mir gedacht, komm, probier's mal aus. Ist, glaube ich, ganz entspannt so. Weiß nicht, der Rahmen drum. Oh, ich habe vergessen den... Warte mal, ich mache sofort den Bot ein, gleich mal an. Warte mal. Kann ich das mal eben machen? Jetzt geht das schon wieder los mit Dehydrierung. Das ist das Einzige, was ich an dem Spiel irgendwie nicht so mag. Ich mag dieses Dehydrieren nicht. Weil das so in der Sonne, Alter, du dehydrierst so schnell bei dem Spiel. Da kannst du noch so viel saufen. Und hier so viel Holz. So. Weil wir mitten in der Sonne sind, haben wir eigentlich irgendwelche Klamotten an? Weil man soll ja irgendwie nackig rumlaufen. Dann soll die... Ja, wir sind nackig. Aber wir haben einen fetten Rucksack. Juckt schon wieder die Nase. Ist ja unglaublich. So. La 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 la. Joker, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show und zum Live Let's Play von Seven Days to Die. Oh Gott. Der dehydriert schon wieder. Ich trinke nochmal einen Schluck. Es hilft nichts. Das Trinken hilft nichts. Also wir haben jetzt zwar unseren Durst gestillt, aber... ja gut. Keine Ahnung. So. Weißt du, was dagegen hilft? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dagegen hilft. Also ich weiß wohl trinken und ausziehen, also nackig machen. Aber ansonsten kriege ich die Dehydrierung irgendwie nicht weg. Also es ist bei mir immer irgendwie... So, Holz nehmen wir mit, natürlich jede Menge. Was wir haben, haben wir. Ich schau nochmal eben. Vielleicht unterstellen gleich mal. Ich versuche mich gleich mal da unterzustellen in dem Häuschen. Vielleicht bringt es ja ein bisschen. Cowboy-Hut und Halstuch kühlt. Okay. Wenn ich mal, wenn ich dann mal was finden würde. Also so ein Cowboy-Hut und so ein Halstuch. Oder ich muss mir einen craften. Hey, ein Glaskrug. Nehmen wir mit. Können wir hier den Mülleimer durchsuchen. Sehr schön. Was haben wir da? Ah, toll. Leere Patronenhülsen. Müll durchsuchen wir auch.
Also ein Cowboy-Hut. Ja gut, damit die Hitze nicht auf den Kopf knallt, kann ich mir gut vorstellen. Glas gucken wir mal wieder mit. Je mehr Gläser wir haben, desto besser. Hallo. Oh, was haben wir hier? Magnum Handgriff. Patronen nehme ich alle mit. Also die... Ich glaube, ich höre schon wieder jemanden. Alter, nimm mit. Und hier ist ein Kochtopf. Kann ich hier... Geil. Bisschen Kohle abbauen. So. Ich glaube, das war's. Habe ich denn... Kann ich denn... Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich sollte mal eben hier verschwinden. Ich will das mit der Dehydrierung mal gucken. Ausprobieren, ob wir vielleicht irgendwie so einen Cowboy-Hut craften können. Oder irgendwie so einen Hut. Ich... Hallo, Spiel. Danke. So, warte mal. Kleidung, ne? Pflanzenfasernhut. Hey, können wir fertigen. Geil. Da bin ich mal gespannt. Probieren wir mal aus. Das sieht aus wie ein Cowboy-Hut. Wie komme ich denn jetzt zu meinem Charakter? Da ist mein Charakter. Kann ich den aufsetzen? Ja, kann ich. So, Hut haben wir. Und ein Halstuch, ne? War jetzt Gesicht. Ich blätter mal eben hier durch. Ein Halstuch. Warte mal, wo haben wir denn hier? Tja, ein Halstuch. Was brauchen wir denn dafür? Stofffetzen. Okay. Da müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht mal ein paar Stoppfetzen finden. Ich hoffe, die... Tatsache, die Dehydrierung geht runter. Ey, danke für den Tipp. Vielen Dank. Voll geil. So. Holz haben wir gefarmt. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen weiter. Okay, zu trinken habe ich jetzt nicht mehr so viel. Vielleicht finden wir gleich irgendwie was. Müssen wir mal gucken. Aber wir haben ja einen Glaskrug. Wir können ja unser Wasser wieder aufbereiten und kochen. Wir haben ja eine schöne Kochstelle. Ich möchte ja auch nicht zu lange draußen bleiben. Es ist ja doch ein bisschen gefährlich. Das Zelt kaputt machen. Okay. Ach, stimmt. Das Zelt kann man ja auch kaputt machen. Man kann ja hier alles zerstören. Was haben wir hier? Eine Bonbondose und Patronen. Ich lasse die Bonbondose mal da. Das Auto durchsuchen wir mal. Ich weiß, die Grafik ist jetzt nicht so weltbewegend bei dem Spiel, aber... Ja, Eisenrohr, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Es sind so viele Sachen... Es sind so viele Sachen im Spiel, man muss da erstmal klarkommen, wenn man eine längere Zeit nicht gespielt hat. Oh, Bier! Und eine Flasche Wasser, geil! Wenn man eine längere Zeit nicht gespielt hat, dann, ist man ein bisschen... Oh, hier ist eine Abzweigung. Gehen wir gleich mal in die Richtung. Ich gehe nochmal kurz zurück und mache das Zelt nochmal eben kaputt. Wenn man eine längere Zeit nicht gespielt hat, ist das schon... Ja, muss man erstmal reinkommen. So. Hallo Chillerkiller, willkommen zum Live-Let's Play. Ja. So. Gucken wir mal. Wo war denn jetzt? Da unten war das, ne? Ah, hier ist noch... Hier ist noch... Haben wir den Müllsack schon? Haben wir noch nicht durch... Doch, haben wir schon durchsucht. Da waren die leeren Patronenhülsen drin. Und ich will auch unbedingt eine vernünftige Axt finden und tralala... wo ist denn das... Wo ist denn das Zelt? Ist das ein Zelt? Was ist das denn? Was kriege ich? Ah, Tatsache, ich kriege... Alter, wie geil! Das ist ein Zelt. Wusste ich gar nicht. Bin davon ausgegangen, dass das kein... Okay, machen wir mal kaputt. Kriegen wir Stofffetzen. Können wir vielleicht gut gebrauchen. Müssen wir mal gucken. Und wir können gleich nochmal eine Axt herstellen, weil ich glaube, die brauchen wir. Ich glaube, die gehen wieder so schnell kaputt. Wie geil, das ist ein Zelt. Ich dachte, das wäre so eine Farmhütte oder so, weil die so rot aussah. Ist ja krass. Ich bin gespannt, was wir noch alles finden. Ich habe Angst, dass er aufsteht. Hier. So. Ja, da können wir uns ja jetzt... Ist ja geil, da können wir uns ja jetzt ein Halstuch craften, ne? Warte mal. Halstuch, da. Geil. Können wir direkt mal ausrüsten. So. Oh, warte mal, da ist ein... Hallo? Yay! Yeah. Da will ich hin. Da ist gerade ein Abwurf. Ich hoffe, wir schaffen das. So. Müssen wir mal gucken. Und ich will ja auch... Boah, wir müssen beim 7. Tag... Wir müssen so viel noch ausbauen. Hey, warte mal, den Stein nehme ich mit. Wir müssen ja so viel ausbauen. Unsere Hütte, damit wir die Nacht überleben. Boah, ob wir das schaffen, da hinzukommen? Da lief gerade ein Hase. Nahrung und zu trinken ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig.
Das wäre ganz cool, wenn wir davon mal jede Menge finden würden. So. Lauf doch mal. Okay, wir sind schon wieder außer Power. Ich hoffe nicht, dass der... hallo? Der hat uns bemerkt, ne? Boah, kommen wir da hin? Ich beeile mich mal ein bisschen. Ich gebe mal ein bisschen Schubrakete. Ja, ich komme. Ich hoffe, da sind gute Sachen drin. Ich glaube sogar, wir haben sogar eine Waffe. Und zack, hast du die Temperatur im Griff. Ja, danke. Vielen Dank für den Tipp. Also, ich glaube, ich wäre sonst... Das ist das Einzige, was ich an dem Spiel so hasse. Dieses, diese Dehydrierung. Das ist voll nervig. Aber ansonsten, okay. Aber wenn man es... Gott sei Dank ist das Spiel gar nicht laut jetzt in dem Moment. Oh Gott, hier wird's heiß, ne? Aber wir kühlen ja ab, ne? So. Das ist ja auch so ein Biom hier, was ja sehr, sehr ätzend ist. Boah, ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig an. Und hier ist Holz übrigens. So. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken von dem... Ist doch gut, Petrus! Habe ich mich jetzt gerade erschrocken, Alter.